Meinungsfreiheit darf es nicht mehr geben. Du musst noch nicht mal mehr was sagen, sondern wenn du nur erscheinst, dass du die falsche Gesinnung hast, dann musst du bereits gecancelt werden. Hallo und herzlich willkommen. Donnerstag startet die diesjährige Berlinale, aber mit oder ohne Vertretern der AfD? Das ist die große Frage. Im Vorfeld gab es Ein- und Ausladungen und generell ein großes Chaos. Alles im Zeichen der sogenannten politischen Korrektheit. Was ist denn aber heutzutage überhaupt noch politisch korrekt und was nicht? Darüber spreche ich heute mit Martin Renner von der AfD-Bundestagsfraktion. Hallo Herr Renner, schöne Grüße nach Nordrhein-Westfalen. Ja, danke schön. Grüß Gott. Ja, Sie wurden kürzlich, nicht nur Sie, sondern auch andere AfDler ausgeladen von der Berlinale mit den Worten: Auf der Berlinale ist für Sie kein Platz. Wie genau. Haben Sie denn darauf reagiert? Naja, also zuerst mal, wir hatten ja vorher eine Einladung bekommen von über die Frau Roth und ich hatte aber gar nicht zugesagt zu der. Weil ich war 2017 zum ersten Mal bei dieser Veranstaltung und ja, es ist so ein typisches Schickimicki-Treffen einfach und hat mir auch damals nicht so gut gefallen. Also ich hatte gar nicht zugesagt und plötzlich kriege ich über den E-Mail-Account von den beiden Intendanten oder der Intendantur, kriege ich dann plötzlich die Absage, also in der Berlinale ist für Abgeordnete der Alternative für Deutschland kein Platz. Das war natürlich schon derb. Und dann allein dieser Brief, den die da geschrieben haben oder diese E-Mail, das war unfassbar, weil wir würden Positionen vertreten, die Grundrechte und die Grundwerte der Demokratie zerstören sollen und Forderungen nach einer homogenen Gesellschaft, was immer das ist, erheben. Und wir würden Zuwanderungsrestriktionen beziehungsweise Massenabschiebungen, naja, diese ganze Geschichte, was man ja auch aus diesem Potsdam-Konzept dann ableiten kann. Und wir wären homophob und querfeindlich und rassistisch und die Berlinale würde ja für künstlerischen und für gesellschaftliche Vielfalt stehen und so weiter. Also dachte ich mir, na, also zu diesem Brief oder E-Mail, die noch nicht mal beendet wurde, dieser Ausladung mit einem freundlichen Gruß oder irgendwas, steht unglaublich. In der Berlinale ist für Sie kein Platz und deshalb laden wir Sie hier mit auf. Da habe ich mich dann schon ziemlich aufgeregt und dann habe ich gedacht, na, dann schreibe ich doch mal einen offenen Brief, verteile den auch über die Medien und das hat schon ziemlich derbe Auswirkungen gehabt. Also diese ganzen Hintergründe dessen, was zur Ausladung führte, was die eben meinen, das war schon ziemlich herb, ja. Ja, Sie haben das gerade schon angedeutet. Sie glauben, das hängt so ein bisschen mit diesem Geheimtreffen oder sogenannten Geheimtreffen in Potsdam zusammen, diese Ausladung. Denn die Jahre davor war das ja so, dass AfDler durchaus eingeladen worden sind. Sehen Sie da einen direkten Kausalzusammenhang oder? Ja, also gut, dass Sie mich darauf ansprechen. Da gibt es einen direkten kausalen Zusammenhang. Das, was hier momentan inszeniert wird, das ist ein Konstrukt, das ist ein Konzept. Ich komme ja aus dem Kommunikationsbereich und habe 35 Jahre ein Unternehmen geführt, was internationale Strategie, also Kommunikationsstrategie für große Konzerne gemacht hat. Das ist ein Konzept, was ein Konstrukt darstellte. Hat man ja jetzt auch gemerkt, Scholz war ja vorher schon mit diesen Korrektivredakteuren zusammen und so weiter. Und dann hat man noch festgestellt, dass der das Ganze organisiert hat mit dieser Geschichte da mit Potsdam, dass der vorher schon 4 Wochen vorher in dem Hotel einquartiert war. Da gab es noch gar keine Einladungen für diese Anführungszeichen konspiratives Meeting. Also das ist ein Konstrukt. Und zwar, ich sage da ganz eindeutig, da steckt auch die Regierung dahinter und da stecken die mit ihnen verbündeten Organisationen dahinter, Zivilgesellschaften, die auch gleichzeitig, nachdem das alles aufgeploppt ist, gleichzeitig Demos gegen Rechts, Demos und so weiter organisieren. Das sind hunderte von Zivilgesellschaften, so nennen die sich Zivilgesellschaften, NGOs, die im allergrößten Maße über den Staatshaushalt, über den Bundeshaushalt auch finanziert werden. Das heißt, das, was wir hier gerade momentan erleben, das ist eine konzipierte Aktion, eine aktivistische, linksaktivistische Aktion der
Regierung oder unter Mitwirkung der Regierung und der mit ihnen verbündeten sogenannten Zivilgesellschaften. In der Tat. Und deshalb musste dann, nehme ich mal an, auch die Berlinale in den Dann-Tour sozusagen hier mitmachen und uns dann ausladen, was sie dann sicherlich auch gerne gemacht haben. Aber wenn man den Gesamtzusammenhang einfach sich betrachtet, was Undemokratischeres, Autoritäreres, Totalitäres gibt es doch eigentlich gar nicht. Naja, Sie haben die Anti-AfD-Demos jetzt auch angesprochen und eben diese Inszenierung, wie Sie das eben betiteln, dieses sogenannten Geheimtreffens. Jetzt geht es ja darum, bei der Berlinale, da wären Sie ja einfach Gast gewesen. Sie sind medienpolitischer Sprecher, Sie sind medienschaffend. Würden Sie so weit gehen, auch von einer Entmenschlichung schon von AfD-Lern zu sprechen? Weil Sie hätten da ja gar nichts großartig beigetragen auf dieser Berlinale. Sie wären einfach nur Gast gewesen. Ja. Also im Grunde das Bezeichnende ist doch, ich hatte gar nicht zugesagt, zu kommen zu dieser Veranstaltung und bekomme aber trotzdem anschließend eine Ausladung. Wenn ich normalerweise eingeladen werde, und da war ja auch eine Frist gesetzt, dass man sich bis da und da also zuzusagen hätte, weil sonst würde die Einladung verfallen. Und man sagt gar nicht zu dieser Veranstaltung und bekommt dann trotzdem eine Ausladung. Dann merkt man, ja, das ist ein gewollter Akt, der dann natürlich auch medial im Sinne der Regierung, im Sinne der neuen Einheitspartei Deutschlands, so nenne ich es einfach mal, einfach durchgeführt worden ist, um auch medialen Effekt zu erzielen. Ja, sehe ich ganz eindeutig. Und für mich ist das sicherlich erstens mal eine Entmenschlichung, weil die ganzen Vorwürfe, die gemacht wurden, sind eigentlich entmenschlichend. Und eigentlich das, was Sie uns vorwerfen in dieser Ausladung, praktizieren Sie durch den Text der Ausladung. Also sicherlich eine Entmenschlichung, aber es ist sicherlich auch der Versuch der Diffamierung, der Diskriminierung einer antithetischen politischen Positionierung, wie er die Alternative für Deutschland natürlich hat. Jetzt hatten Sie kürzlich eine Pressemitteilung veröffentlicht. Dort steht, Kultur ist das Vorfeld des Politischen. Erneut zeigt sich jetzt, dass dieses Vorfeld seit Jahrzehnten auf links gedreht wurde. Ja. Das zeigt ja, dass diese Strukturen sehr tief verankert sind. Da stellt sich für mich die Frage, inwieweit kann man da eigentlich noch gegenwirken? Kann man das eigentlich noch? Also wenn man jetzt diese Frage beantworten würde, nein, könnte man nicht, dann würde man ja seine Mission und seine Botschaft, die man als politische Partei und als Politiker hat, und ich bin ja der Gründungsmitglied, der noch politisch aktiv ist, Gründungsmitglied, dann würde man die ja sozusagen aufgeben. Also, ich zitiere mal ein Zitat von Goethe, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Es ist schwer, es ist wahnsinnig schwer, diesen, ich nenne es mal einfach Deep State, und das ist das Gleiche wie in Amerika, weil es hat auch viel von der Aktivität dieser Gruppierungen, die gegen uns agieren, zu tun, was in Amerika genauso beispielsweise gegen Trump gemacht wird. Das ist in der Tat ein ganz, ganz schweres Feld, ein ganz, ganz hartes Holz, was wir hier bohren müssen. Aber wir müssen es bohren, weil Deutschland sonst, unser Land, in eine total falsche Richtung läuft. Um das noch ein bisschen weiter zu spinnen, das, worüber wir gerade reden, Demokratiefördergesetz. Wir hatten gestern eine Pressekonferenz Haldenwang, die Frau Faeser, Frau Pau und so weiter, wo plötzlich Haldenwang sagt, wir müssen Sprach- und Denkmuster der Bevölkerung, der Menschen in unserem Land kontrollieren und kontrollieren wollen. Sprach- und Denkmuster. Das heißt, Meinungsfreiheit darf in diesem geplanten Staat, was Haldemann sagt, der ja immerhin Verfassungsschutzpräsident ist, Meinungsfreiheit darf es nicht mehr geben. Du musst noch nicht mal mehr was sagen, sondern wenn du nur erscheinst, dass du die falsche Gesinnung hast, dann musst du bereits gecancelt werden. Ein populäres Beispiel war jetzt kürzlich auch, dass die Schlagersängerin Helene Fischer
mit anderen Prominenten auf dem Stern-Cover war und sich gegen Rechtsextremismus ausgesprochen hat, natürlich damit inoffiziell auch gegen die AfD. Jetzt ist das Problem, dass Künstler, wie auch sie eine ist, in einer Realität leben, die mit der Realität eines normalen Bürgers überhaupt gar nichts mehr zu tun hat. Aber dennoch, durch ihre Popularität hat sie einen ungeheuren Einfluss und Reichweite. Wie ist das für Sie zu bewerten? Sehen Sie da eine Gefahr? Ja, selbstverständlich. Und es ist auch genau das, was wir ansprechen müssen, weil natürlich ein großer Teil unserer Bevölkerung sozusagen, jetzt sage ich mal ein böses Wort, noch in der Bequemlichkeitsverblödung lebt. Um diese Bequemlichkeitsverblödung muss man auflösen, indem man einfach zu allen diesen Vorgängen, wie wir jetzt zum Beispiel in der Berlinale hatten, Berlinale ist hier nur ein Beispiel für sehr viele solche Vorkommnisse, hier müssen wir die Menschen, die Wähler, die Menschen, die den demokratischen Souverän, müssen wir aufklären. Das geschieht natürlich nicht über die Mainstream-Medien, weil die Mainstream-Medien genauso Bestandteil dieses überwölbenden Netzwerkes sind, wie beispielsweise auch die Künstlervereinigungen, die Künstlerverbände, wie jetzt zum Beispiel die Berlinale, die ja die Filmindustrie bzw. die Filmschauspieler und so weiter repräsentiert. Die reden alle so wie die Regierung, wie der Machtblock sozusagen das will. Aber es ist immer oder häufig zumeist zum Nachteil des demokratischen Souveräns und das ist der Bürger. Und deshalb müssen wir immer wieder diese Gelegenheiten nutzen, um darüber aufzuklären. Und das passiert ja auch. Also das, was wir hier gerade besprechen, das ist ja auch schon sehr, sehr stark in den ganzen Medien, jetzt nicht gerade den öffentlich-rechtlichen, aber in den alternativen Medien auch sehr stark schon zum Ausdruck gebracht worden. War ja das ganze gleiche Geschichte war, dass Redakteure und Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vom Staat zusätzlich neben ihrer Alimentation im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch für irgendwelche Tätigkeiten Geld beziehen. Sie erinnern sich, das war ungefähr vor einem halben Jahr, wo wir aufgedeckt haben, wie hoch sind denn die Geldbezüge und wer bekommt denn diese Geldbezüge von den öffentlich-rechtlichen Journalisten und wo dann die Bundesregierung sich verweigert, die Namen zu nennen. Und wir haben ja da auch eine Organklage dann daraus gemacht, sodass die Informationspflicht der Bundesregierung an die Bürger einfach erfüllt werden muss. Ja, wenn wir das jetzt alles mal zusammenfassen, was wir jetzt gerade besprochen haben, dann ist es ganz klar, der Kultursektor ist extrem politisch ganz, ganz weit links. Und ein weiteres Problem ist ja auch diese finanzielle Abhängigkeit von Medienschaffenden. Die sind teilweise dann an Aufträge oder an Gagen gebunden. Das heißt, dass diese angebliche Wokeness eigentlich kapitalistisch herführt und eigentlich gekauft ist. Jetzt möchte ich abschließen mit der Frage, Herr Renner, was ist denn heutzutage noch politisch korrekt und was nicht? Ja, also wenn man den Forderungen der Regierung entsprechen würde, das, was sie gerne in unserer Gesellschaft hätten, dann ist eigentlich nichts mehr legitim, was gegen die Auffassung unserer politisch Mächtigen heute, noch Mächtigen, weil ich glaube, das wird sich auch sehr bald enden, wäre. Zum Beispiel solche Begrifflichkeiten, die ja wieder auch vor gestern in der Pressekonferenz gefallen, Delegitimierung des Staates. Also ein Bürger, der eine andere Auffassung hat, als das, was die Regierung meint zu machen und zu tun, der macht sich der Delegitimierung des Staates sozusagen schuldig. Wissen Sie, in der DDR hat es eine Begrifflichkeit gegeben, die hieß staatsfeindliche Hetze. Das ist von der Ideologisierung und von der Ideologie her nichts anderes. Und das wird immer, immer stärker befördert, auch durch die Medien, vor allen Dingen die öffentlich-rechtlichen Medien, aber auch die Mainstream-Medien, die gar nicht mehr ihrer Rolle als Kontrolleure der politischen Macht erscheinen, sondern eigentlich heute
die Herolde der politisch Mächtigen geworden sind. Und in einer Demokratie kann es das nicht geben, dass man nur in den Kategorien denken darf, wie es die Regierung vorgeben will. Und also für mich sind diese Tendenzen extrem gefährlich und extrem gegen unsere Demokratie ausgerichtet. Danke für den Einblick. Dankeschön.